Der alte Quarnab war ein Indianer. Er war der älteste Mensch, den ich jemals kennengelernt habe. Niemand wusste mit Sicherheit zu sagen, wie alt er wirklich war. Aber nach seinen Geschichten zu urteilen, lebte er schon, als die wilden Büffel noch auf den großen Ebenen waren. Sein Zuhause war ein Tipi, das in einem kleinen Espenhain am westlichen Hang des Kahlenbergs aufgestellt war. Er nannte ihn Geisterberg. Ein winziger Springquell sprudelte genau unterhalb seines Lagers aus dem Boden, kalt und klar wie ein Kristall. Die anderen Leute nannten ihn alle Quarnab. Ich nannte ihn Großvater, und das mit Stolz. Ich liebte den Alten aus mehr Gründen, als ich jemals sagen kann. Doch aus heutiger Sicht waren wohl seine Geschichten vom Geisterberg der wichtigste Grund. Sie sind die deutlichsten Erinnerungen, die sich an Großvater und seinen Erinnerungsbaum knüpfen. Eines Abends stopfte er seine Pfeife, braute eine Tasse pechschwarzen Kaffees und schlenderte zu seinem Erinnerungsbaum, einer alten, toten Espe, an die er seinen Schild und seine Flöte hängte. Auch Medizin und Tabaksbeutel hängte er daran. Er setzte sich am Baum nieder, zündete seine Pfeife an und wartete. Ich wusste, was geschehen würde, lief zum Erinnerungsbaum und setzte mich auf einen alten Baumstumpf. Großvater blickte nach Westen zum Felsengebirge hinüber. Die Sonne war gerade untergegangen. Dies wird eine Nachtgeschichte. Eine Geschichte von einem Ort weit im Osten. Weit jenseits des Sacramento, jenseits des Colorado und des Rio Grande, jenseits des breiten Missouri, noch jenseits des Mississippi und des Ohio. Über den Monongahela und den Allegheny-Fluss zu einem Ort namens Tawasenta. Das heißt, stilles und grünes Tal. In Tawasenta gab es ein indianisches Dorf. In diesem lebten viele Menschen. Einen von ihnen nennen wir Kleines Mädchen.